Promi-Geflüster heute am Bodensee in Radolfzell. Und ja, ich schaue jetzt gerade auf ein Polizeirevier, nämlich das von der Wasserschutzpolizei Bodensee für die ARD-Serie. Und die drehen hier. Und eine der Kolleginnen sozusagen, die Wendy Güntensberger, die habe ich jetzt hier an meiner Seite in den schönen Stühlen hier von den Dreharbeiten. Ja, herzlichen Dank. Herzlich willkommen erstmal. Genau. Dankeschön. Ja. Ich sage schön, Bodensee, schön ist es natürlich, aber die Hitze, ich glaube, die ist nicht so wirklich angenehm momentan. Nee, also es ist wirklich sehr, sehr heiß, vor allem jetzt in unserem Polizeirevier ohne Klimaanlage. Und das wird einfach dann, man muss sich ja das vorstellen, also als wenn man zuschaut, wenn man sich die Serie anguckt, dann sieht man ja 4 Leute. In echt sind dann da 30 Leute in diesem Raum. Und das strahlt schon ziemlich Hitze ab. Das ist dann schon richtig warm. Aber andererseits hat man dann, wenn man Feierabend hat, kann man in den Bodensee rein, man kann schwimmen gehen. Und das ist einfach, dafür lohnt es sich, glaube ich, auch. Und für die Bilder, die wir dann dafür kriegen, lohnt es sich. Es lohnt sich zu schwitzen. Dann macht es Sinn, genau. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt hier Wikipedia richtig entnehme, du bist ja eigentlich am See auch aufgewachsen, nämlich am Zürichsee. Du kommst aus Zürich. Genau, also ich komme aus Rapperswil. Das liegt aber am Zürichsee, am anderen Ende vom Zürichsee als Zürich. Und deswegen ist mir das Ganze eigentlich überhaupt nicht fremd. Ich bin am See aufgewachsen und für mich ist es etwas Selbstverständliches, in den See schwimmen zu gehen und so. Und es dauert auch von hier aus, glaube ich, 1:20 Stunden, bis ich zu Hause bin. Und wenn ich einen drehfreien Tag habe, dann fahre ich auch gerne mal nach Hause. Dann gibt es ja auch natürlich bestimmt schöne Erinnerungen an den Bodensee von der Kindheit sozusagen. Da hat man bestimmt öfters mal einen Ausflug hierher gemacht. Eigentlich sogar weniger. Also weil wir natürlich den Zürichsee haben. Wir sind dann eher wandern gegangen und so, also am Bodensee. Also Konstanz natürlich, das kenne ich dann, aber halt um das typische Shoppen gehen als Schweizer. Ich fahre nicht viel, aber ich fahre ab und zu, deswegen, naja. Aber ansonsten ist jetzt für mich der Bodensee war eher so ein bisschen Neuland, aber bekanntes Land, so, wenn man das so sagen kann. Das Dreiländereck hier, da Österreich, Schweiz, Deutschland, genau. Was ist das Schöne jetzt für dich in der Rolle? Als, die Rolle, jetzt kommen wir nochmal drauf, genau, das ist ja auch immer die Julia Demmler. Genau, also für mich ist die Rolle Julia Demmler sehr interessant, weil sie viele Charakterzüge hat, die ich persönlich jetzt so nicht habe. Also ich könnte jetzt nicht da Tausende aufzählen, aber sie ist sehr, sehr streng mit sich selbst und will auch, ist sehr zielbezogen. Ich wandere als Wendy jetzt dann eher mal so ein bisschen umher und gucke mir das Ganze mal so ein bisschen an. Und Julia ist aber sehr auf dem Punkt und die kämpft für ihre Sache, das tue ich natürlich auch. Also deswegen ist es eine sehr starke Person und das ist natürlich schön, wenn man sowas spielt, weil dann kriegt man automatisch so eine gewisse Stärke selbst, weil man das ja herstellen muss als Schauspieler. Ihr seid ja jetzt ein schönes Quartett sozusagen, ne? Also zwei Frauen, zwei Männer und die so den Hauptcast hier haben. Den Bezug zu der Polizei, also zu der Arbeit, die ihr jetzt macht, wie authentisch ist es denn? Also wir haben ja einen Bootsführer hier, der tatsächlich Polizist ist oder glaube ich war zumindest. Er hat Polizeidienst gemacht, sogar WAPO Bodensee. Und wir haben ja auch alle dieses Bodensee-Schifferpatent gemacht und haben da auch mit einem richtigen Polizisten zusammen diese Prüfung gemacht, weil die müssten das natürlich abnehmen. Also ich weiß jetzt nicht, wie authentisch das Ganze tatsächlich ist. Natürlich, es ist viel gefaked und es ist halt Film. Und das ist ja auch das Schöne daran. Ich weiß es jetzt nicht, wenn sich das jemand tatsächlich anguckt, ob der dann findet, was machen die hier eigentlich? Also dass hier Leichen im Bodensee schwimmen, das weiß man. Aber so krass, wie wir das dann natürlich darstellen, vielleicht dann nicht unbedingt. Muss ja auch ein bisschen Spannung dabei sein und ich denke mal, es sind eigentlich auch nette Fälle. Also es ist jetzt nicht so brutal wie ein Thriller, der, was weiß ich, erst um 22 Uhr irgendwo ausgestrahlt wird. Ja, genau. Ja, also wir sind Vorabend. Es muss auch sein, dass Kinder mitgucken können, wenn um 6:50 Uhr laufen wir, glaube ich, der Fernseher läuft, dann sind halt Kinder noch da. Das darf nicht zu blutig sein, das darf auch nicht zu brutal sein. Und das ist aber auch gut so, weil die Fälle sind dann doch sehr komplex, finde ich. Und ich finde, die sind sehr komplex geschrieben und interessant. Und nicht einfach so, war ja von Anfang an klar, dass das war.
Das finde ich ganz cool. Aber halt, das Blut fließt bei uns nicht und die Explosionen halten sich in Grenzen. Richtig, so soll es auch sein, denke ich mal. Und das ist nette Unterhaltung und gute Unterhaltung, schöne Bilder vom See und der Region, genau. Die kommen natürlich auch rüber. So wie es dann einst Wolfgang Rademann schon gemacht hat mit der Schwarzwaldklinik. Fällt mir immer wieder ein. Ne? Genau. Ja, wie geht es jetzt für dich heute weiter? Jetzt speziell, was ist für Bilder angesetzt? Beziehungsweise du bist ja, glaube ich, erst ein bisschen später angereist. Ja, ich hatte heute das Glück, dass ich, tatsächlich bin ich jetzt fürs Interview angereist. Vielen Dank. Kein Problem, sehr gerne. Und habe danach auch nur ein Bild, also eine Szene. Also heute ist für mich ein legerer Tag, aber wir haben ja dann immer noch eine Stunde Maske und dann Kostümwechsel und alles. Und danach fahre ich dann lustigerweise nach Österreich am Bodensee, Okay. Weil da muss man ja auch mal gewesen sein. Und dann irgendwann dann wieder nach Rapperswil in die Schweiz und dann komme ich dann Montag wieder her. Aber heute ist ganz angenehm für mich. Und langes Wochenende dann angesagt sozusagen. Naja, normales Wochenende. Das ist ja das Schöne, dass man bei Dreharbeiten dann dieses Wochenende doch hat. Das ist beim Theater ein bisschen anders, aber... Aber was ich jetzt komplett vermisse, der Schweizer Dialekt. Ja, das ist gut, dass Sie das vermissen. Das wäre ja irgendwie fehl am Platz, wenn der jetzt hier noch rumschweben würde. Ich habe kein Problem damit, ich verstehe das gut. Also ich kann natürlich auch Schweizerdeutsch schwätzen, aber ich weiß nicht, wie gut das dann die Leute das verstehen. Ja, doch, doch. Also ich meine, der klassische Schweizer war ja Emil Steinberger, ne? Den kennt bestimmt jeder über die Grenzen hinaus. Ja. Aber das war ja auch ein bisschen hochdeutsches Schweizerdeutsch, oder? Ja, also dieses Politiker... Hochdeutsch meinen Sie, ja, das finde ich ja grauenhaft. Jetzt fängt sie wieder mit Sie an, wir waren bei du. Entschuldigung. Kein Problem. Es ist für mich noch früh irgendwie. Ja, ja, eben, ne? Was ist halb eins? Naja, also das, genau, das Schweizer... Jetzt kommt eine schöne frische Brise auf, hier könnte man es aushalten. Jetzt lässt sich gut aushalten. Ja. Ein Cocktail so zur Hand? Ein Cocktail, sich hier hinfläzen und dann ist eigentlich alles gut. Ey, hier sind die Haare im Gesicht. Okay. So. Dann geht es jetzt aber auch bald schon los, denke ich mal, hier genau. Vor die Kamera. Ich habe schon gehört, wir machen Dreh fertig, noch nicht mich, aber das heißt, wir sind bald in diesem Bild, wo ich dabei bin. Das heißt, ja. Alles gut, dann sage ich herzlichen Dank für die kurzen Infos. War doch sehr locker und lustig eigentlich, ne? Nicht so tot ernst immer wie sonst. Muss auch gar nicht. Ist auch langweilig. Eben. Ist auch langweilig. Und dann drücken wir die Daumen, dass noch wirklich viele, viele Folgen mit der WAPO Bodensee hier stattfinden. Vor allen Dingen auch mit dir stattfinden. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Ja. Oder mit euch im Team sozusagen. Genau, dass das Thema bleibt. Ja. Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Jetzt darfst du noch auf Schweizerdeutsch dich hier vielleicht mal verabschieden. Also für alle, die es mächtig sind, sage ich mal. Auf Schweizerdeutsch. Auf Schweizerdeutsch. Also, bitte schauen miteinander. Schön, habt ihr reingeschaut. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.